Grüße, liebe Zuschauer. Ich bin heute mal wieder zu Gast im Autohaus Metzschke auf dem Jagdweg in Dresden. Und hier wollen wir uns heute zwei tolle neue Modelle von Opel angucken. Also kommen Sie einfach mal mit. Ja, Herr Metzschke, hinter uns stehen Sie, Ihre neuen Babys. Was haben Sie denn hier Neues? Das ist einmal der Zafira und einmal der Mokka X. Die sind vom Innenraum her völlig anders geworden und natürlich auch von außen. Werden Sie sehen, die typischen Sicheln, die wir im Zafira früher drin hatten, sind nicht mehr dabei. Und auch beim Mokka sind die Scheinwerfer und die Frontelemente völlig anders geworden. Sieht für mein Dafürhalten viel, viel schicker aus wie früher. Und ich denke, es ist ein bisschen erwachsener geworden. Es gibt ein paar neue Motoren für das Auto. Es gibt neue Kombinationen im Bereich Automatikgetriebe mit Allrad und dann immer ein Motor mit 150 PS, nicht bloß mit 140. Und die Kombination Automatikgetriebe und Allrad hat es ja eigentlich noch gar nicht gegeben für den Mokka. Wenn wir jetzt mal vom Mokka weggehen, weil mit dem wollen wir ja gleich noch eine kleine Tour machen. Ja. Gehen wir mal zum Zafira vielleicht. Ja. Denn auch bei ihm gibt es zahlreiche Neuigkeiten. Genau, wir sehen schon im Frontbereich ist es alles anders geworden, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Früher gingen die Scheinwerfer so hier runter. Das ist alles neu geworden. Es ist diese typische neue Formsprache von Opel drin. Sie sehen, die Chromleiste geht fließend in die Scheinwerfer über. Sieht für mehr Dafürhalten viel schicker aus wie beim alten. Ich kann da nur zustimmen, wirklich also. Ja, und auch im Innenraum ist vieles anders geworden. Und auch deutlich schicker, fließende Form wieder, keine Hutzen mehr wie früher, wo das Navi drunter versteckt war. Das ist jetzt alles deutlich besser gemacht und auch das Infotainment haben wir endlich mal auf einem richtigen schicken Stand, der auch gut funktioniert mit allen Funktionalitäten, die heute so ein Handy bietet. Das ist alles richtig schick mit drin. Und das hat natürlich auch der Opel Mokka und das gucken wir uns gleich an, wenn wir hier mal noch eine kleine Runde drehen. Genau, Frau Horschelmann, wir sind das ja gewöhnt, wir zwei. Na genau, also bis gleich. So, also ich sitze wieder mal mit der Frau Horschelmann in dem schicken Auto. Und was machen wir? Wir drehen eine Runde. Ja, ich würde auch sagen, oder? Na, genau. Und wir lassen uns alle mal überraschen, wo wir ankommen. Am Baggersee! Ja, genau. Das hatten wir ja schon abgesprochen. So, ja, ich habe schon mal mein Handy angeschlossen. Und da kann man wirklich alle möglichen Apps sehen, die ich habe. Und vor allen Dingen, wir können Musik hören, telefonieren. Genau. Und auch mein Navi kann ich benutzen. Sie meine können. Hörbücher, Spotify, alles Mögliche, ja? Ja. Funktioniert alles. Wie gesagt, es geht auch das Navigationssystem vom Handy einwandfrei. Ist auch von der Geschwindigkeit her gut dabei. Das funktioniert also wirklich gut. Was bietet denn der Mokka jetzt noch in diesen ganzen technischen Highlights, abgesehen von dieser Verbindung mit meinem Handy? Sag mal, wir haben dieses komplette neue große Display, was es früher ja nie gegeben hat. Und wenn, dürfen wir nicht vergessen, war es ja wie so eine Hütze oben auf dem Armaturenbrett drauf. Ja. So haben wir wirklich doch deutlich fließendere Übergänge. Das Armaturenbrett ist schicker gestaltet. Wir haben auch ganz einfach nicht mehr ganz so viel Bedienelemente in dem Auto wie früher. Ja, ist also aber einfach zu bedienen. Einfach, ne? Zu bedienen. Sie sehen, wir haben hier hinten nur eine Sitzheizung, Lenkradheizung, Klimaautomatik und schon sind wir fertig. Und hier oben gibt es ganz einfach nur einen Home-Knopf. Also das ist wie das Windows-Desktop-Fenster, was wir alle kennen. Oder die Back-Taste für zurück, sodass ich von hier aus alles wunderschön bedienen kann. Ja. So, Sie können ja auch SMS ganz einfach diktieren. Es geht über Sprachsteuerung. Ja. Ja, super. Ich bin begeistert. Wir sehen uns gleich wieder und vielleicht darf ich ja dann noch mal eine kleine Runde drehen. Naja, da schauen wir mal. Aber erst wenn wir vom Baggersee zurückfahren. Sehr gut. Erledigt. Ja, also noch mal herzlich willkommen zurück hier im neuen Mokka mit Herrn Metzschke. Wir haben jetzt mal die Positionen getauscht und ich wollte auch noch mal gucken, wie sich der neue Mokka so fährt. Und bisher kann ich nicht meckern. Also ist schon echt nett, ne? Also, fasst sich gut an, das Auto. Fasst sich gut an, ja. Fühlt sich gut an. Der Motor zieht ordentlich, da wir auch mal mit anderen Motorenspektren fahren können. Also standardmäßig hat er 140 PS oder angefangen beim 1,6 Liter. Aber ich denke, der gängigste Motor ist der 1,440 PS. Und im Bereich Diesel der 136 PS, also wer größere Strecken fährt, sollte tatsächlich auf den Motor ausweichen, weil der ist... So, wir fahren rechts, ja? Wir fahren rechts. Richtig. Der ist extrem leise, richtig leistungsstark
und verbraucht extrem wenig Diesel für mein Dafürhalten. Also wir haben einen Spitzenfahrer, der kommt bei dem Auto mit 4,7 Liter hin, mit einer Automatik dran. Wie er das macht, wissen wir nicht, aber es steht jedes Mal im Durchschnittsverbrauch so drin. Also, oh, mit diesem Bahnchen. Aber der fährt sich gut, also er geht auch ordentlich nach vorne, muss ich sagen. Genau. Das ist nicht schlecht. Nee, das Auto macht wirklich Spaß. Erstens, man hat eine sensationelle Sitzposition, man sitzt ein Stück weiter oben, hat einen bombischen Überblick über das restliche Verkehrsgeschehen. Ja. Macht Spaß, die Motoren, merkt man, sind leiser geworden, sind leistungsstärker geworden. Und das ist schon ein schickes Auto. Zurück im Autohaus Metzschke auf dem Jagdweg wollen wir Ihnen abschließend noch ein tolles Angebot zeigen, denn Sie haben ganz viele tolle Flitzer, die man für wenig Geld hier kaufen kann. Genau, ich habe die sogenannte Adams Family da. Das geht los bei einer 7,9, geht hoch bis 17,9. Insgesamt haben wir jetzt 23 Stück, also da sollte für jeden was dabei sein. Wir sind nur noch gerne dabei, etwas für den jeweiligen ganz speziell zu gestalten. Also wir haben noch ein paar, die sind ganz weiß. Und wer Ideen hat, kann das natürlich auch auf unserer Facebook-Seite posten. Da haben wir extra sowas drin. Gestalte deinen Adam. Ja, sehr cool. Danke, Herr Metzschke, an Sie. Es war wieder wunderbar. Ja, ich komme immer gerne zu Ihnen. Und damit verabschieden wir uns hier von Autohaus Metzschke. Machen Sie es gut.